Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, an diesem 20. Dezember. Ihr seid wahrscheinlich alle schon auf dem Weg ins Wochenende, beziehungsweise dem Weihnachtsurlaub. Aber lasst mich noch kurz über die MX Master 3 sprechen. Diese Computermaus von Logitech, die ich nicht nur am Mac und an einem PC ausprobiert habe, sondern auch an einem richtigen Computer. An iPadOS lassen sich all diese Buttons, die diese Maus hat, konfigurieren. Ein Button beispielsweise führt auf den Homescreen zurück. Ein Button ruft das Control Center auf. Das lässt sich alles über Assistive Touch am iPadOS einstellen. Und dann kann man diese Maus ganz normal verwenden. So wie man eine Maus an einem Computer verwendet. Ich habe jahrelang die S2 verwendet. Sehr, sehr zufrieden war ich damit. Die S3 ist in vielen Punkten noch besser. Sie hat jetzt beispielsweise USB-C. Sie hat so eine leicht geänderte Form, die finde ich besser. Und sie hat ein neues Scrollwheel. Das finde ich auch sehr nett. Wenn ihr eine S2 habt und damit sehr zufrieden seid, dann lohnt das Upgrade auf die 3 nicht. Wenn ihr allerdings vor der Frage steht, S2 oder MX Master 3, dann definitiv die neue 3er-Version. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Maus. 3 Geräte lassen sich verbinden, hat ein schönes Anfassgefühl. Assistive Touch ist mittlerweile so gut, dass ich diese Maus einfach verbinden kann mit dem iPad, indem ich über diesen kleinen Schalter umschalte und dann erkennt mich Face ID und kann den Bildschirm hochwischen über diese Maus und dann habe ich eine Maus an iPad. Das ist ganz, 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 ganz fantastisch. Ganz fantastisch ist das, wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und morgen geht es nochmal weiter.